get our franchise off the ground. Fucking Coonin' Bridge. Fuck yeah, you dead. We did it, dude. That was awesome. Das Ende des Rassismus. $100 reward money, here we come. Whoa, whoa, wait. What's going on? Where are you taking that cat? Oh, yeah, sorry, Freedom Pals. There's a certain intel we have that we can't share with you. You know, it's classified. That's because we've been tricked. Ah, fuck. The new kid played us, Freedom Pals. Wanting to join our side was a ruse. What? Yeah, the new kid kinda totally fucked you guys over, sorry. They followed our lead to the police station and now intend to get $100 reward for that missing cat. Well, all is fair in love and war, Freedom Pussies. I love when you come. Och Mann, Alter. You assholes! We're the ones that stopped the police chief's evil plan. We deserve that $100 reward. Oh yeah? Just try and take it from us. We will! Och nein! Civil War 3, it's going down! That's it, new kid. We're gonna rip you apart. No, nein. Mysterion. We won't fight the new kid. They will. Was? All right, new kid. Time to die. Let's get this little shit. Was? I'll hold him off, Flagkick. Was ist jetzt los? Haha! My trusty helmet must shield me from your mental powers. Okay, but then why didn't your brain get hacked? Sorry, Chaos. Unfortunately, Dr. Timothy can only dominate so. Nie im Leben, Alter. Krass. Alles wendet sich gerade gegen uns. Das gibt's nicht, ne? Wieso sind die jetzt sauer? Kann ich mich nicht entscheiden für irgendeine Seite? Aber Callgirl und Chaos sind auf meiner Seite. Das ist schon mal schön zu wissen. Das ist schon mal wirklich schön zu wissen. Ach, Mann. Ich habe gedacht, wir wären jetzt alle irgendwie Freunde. Aber anscheinend ist dem nicht so. So, ja, dann war's das mit unserer Freundschaft, Leute. Ich dachte, wir sind cool miteinander. Obwohl, die werden ja kontrolliert, ne? Die werden ja von Dr. Timothy kontrolliert. Gehen wir mal auf Human Kite. So. Ja, wir müssen jetzt sehen, ne? Wie wir zurechtkommen. Ich meine, es sind 5 gegen 3. Es ist, okay, 5 gegen 4, weil wir... So, wir holen uns erstmal unseren Schergen ran. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, wow. So. So, oh. Was? Ultimativ kraftbereit. Oh, wow. Das wollt ihr also wirklich? Ihr wollt euch mit mir anlegen? Mit mir, dem Wunderarsch? Das könnt ihr liebend gerne haben, Leute. Aber Timothy kontrolliert die. Das heißt, die Freedom Pals sind jetzt meine Feinde? Also so verstehe ich das jetzt. Tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Fuck. Genau, jetzt ist Kuhn erstmal gestunt. Jetzt sind wir auf jeden Fall dran. Mit, ja. Gibt's erstmal hier nochmal einen von. Ich glaube, der nächste AOE sollte uns derer entledigen. Und nice. Kuhn ist schon mal down. Lösch deinen Account. Stop raping my mind, goddammit. Alright, Butthole, let's do this. I have a really good feeling about this, guys. Ah, was?
Okay. Okay, wir müssen unsere Leute natürlich wieder kriegen. Aber erstmal müssen wir gegen unsere Leute gewinnen und dann müssen wir wahrscheinlich Timothy angreifen. Nice. Human Kite down. Ich bin bei dir, Wunderarsch. Ja. Jetzt kriegt Chaos noch was. Das heißt, die Fear-Impulse sind jetzt meine Feinde in dem Sinne. Weil die kontrollieren ja meine Leute. Das heißt, ich werde auch nicht wechseln. Egal was kommt, ich werde jetzt nicht wechseln. Weil wir durften keine Entscheidung treffen, für wen wir uns entscheiden. Demnach ist das ziemlich unfair. So. Ja, jetzt geht's richtig ab. Jetzt kommt was. Warum? Diabetes, Alter, Craig. Auch die Almutsche Art lösen. Ja. Jetzt knallert nochmal richtig, wa? Besiege Dr. Timothy. You raped a lot of minds today, Dr. Timothy. Now you're gonna pay. You knocked that thing down to Calvary. Was soll das denn jetzt? Prepare to be swarmed. So. Fuck, ich treffe mich glaube ich jetzt auch damit, oder? Kann das sein? Nee. Alle sind angewidert. Er teleportiert sich halt irgendwo hin nach jedem Treffer. Was ziemlich blöd ist. So, wir können die heilen. Wir heilen erstmal die beiden. Ist glaube ich ein bisschen besser. Nice. So. Nein. Ist er weg? Nee, ist noch nicht. Oh, verdammt. Ich hätte ein Gegengift nutzen sollen, glaube ich. Wow. Wow. Das war jetzt echt fies. Das war jetzt echt nicht schön. So, jetzt kriegen die aber erstmal einen drauf. Timmy geht mir halt gerade echt auf den Keks. Mal gucken, was er jetzt machen wird. So. Nice. Und einen dritten Hit gibt es auch noch. Vor allen Dingen, warum machen die anderen denn nichts? Warum kämpfen die anderen von denen denn nicht? Das verstehe ich halt nicht. Und Craig, Alter. Euer Ernst? Ich weiß nicht, was soll ich denn jetzt machen? Ich glaube, ich greife erstmal Timothy an. Das ist ja unser Hauptziel. Ja, jetzt sind die anderen beiden erstmal dran. Dann ist. Jimmy wird gleich wahrscheinlich drauf gehen. Ja. Wow. Super. Krass. Nein. Nein, was soll denn das? Was? Das ist nicht euer Ernst, ne? Oh, wow. Someone's feeling pretty worthy about right now, and for once it's not me. Wow. Wie machen das jetzt? Hallo, ich will dahin. Genau. Nice. Jetzt ist Craig wenigstens wieder normal. Ultimativkraft bereit. Ultimativkraft bereit. I'm really hoping we can finish this up soon. Like you've got something better to do. Ich
Komm. Schnappst du den Tiger? Wahrscheinlich werde ich Moses beschwören nachher. Ich weiß es noch nicht. Kann sein. Er blutet. Er ist angewidert. Mal gucken. Kann er irgendwas machen? Ja. Gedankenmanipulation. Ja, das war so klar. Don't touch my Craig! Was? Oh, wow. So. Chaos und seine Schergen. Es macht zwar nicht viel Schaden, aber es macht ein bisschen. Und das ist halt die Hauptsache. Ah, auch nur ein paar Züge, okay. So, dann... Ja, egal. Wichtig ist der Schaden. Haben wir jetzt... Ja, wir haben gewonnen. Der letzte Überlebende. Energetisierender Codex-Artefakt. Charakterbogen von Dr. Timothy. Also haben wir doch noch nicht alle gehabt. Okay. Nice. Aber jetzt haben wir. Jetzt sollen wir alle haben. How did my lip get busted? Where the fuck did Classy go? Dr. Timothy! You fucking animal! He was trying to help us! Dude, Mysterion is pissed at you, new kid. You guys started this war, not us! You don't fucking understand! Dr. Timothy was working on a way to save all of us! Freedom Pals and Moon Friends! What? Easy, Doc. You've taken a lot of hits. Well, this is your guys' base? This is fantastic! This looks like so much fun! Yeah, I mean, Coon Lair has a lot of cool stuff, too. But yeah, this is clear. Dr. Timothy was never your enemy. He was trying to help us all. But how? With this. Oh my god. He's figured it out. It was Dr. Timothy's passion. He worked tirelessly on it. A franchise plan that involved everyone. Each hero got their own movie and TV series. Every hero mathematically equal to the other. Jesus. This is incredible. Timothy almost worked himself to death trying to come up with it! So while we were out trying to stick it to you guys, Timmy was actually trying to include us. Yeah, and then this kid nearly killed him. We're sorry the new kid is an asshole. That isn't our fault. Yeah, we were just using you guys. There's $100 reward for this cat. And you wanted her to yourselves. Yeah, but not anymore. If we proved anything tonight, it's that we are the best when we are all together. It's too late for that! We all started as one team. We all wanted to be superheroes for the same reason. To sell our franchise and make millions of dollars. Let's be one team again. I agree. Come on, guys. No more civil war. Let's get the reward money for this cat and use it together for one franchise. Yeah. Let's do it. All right. But we're calling it Freedom Pals? Freedom Pals. And so, like, Timmy is sort of the leader of Freedom Pals? He's like the one in charge? Yes. Well, I think it's awesome. Honestly, Freedom Pals is a way better name than Coon and Friends. Freedom Pals. Freedom Pals. I'm super cool with this. Then it's settled. Tomorrow, we get the reward money for Scrambles, and we use it to kickstart Timmy's franchise plan. Together. Freedom Pals, retribution, but with inclusion! Fuck yeah, you guys. Let's do this. Nice. Nice. Super. Cool. Nice. So Leute, ich schau mal eben, ob es jetzt einen Blackscreen in der Aufnahme gibt. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. So Leute, es ist zum Glück kein Blackscreen da. An besagter Stelle. Ich probiere das so zu schneiden, dass alles halt normal abläuft. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal jetzt weiter. Also es wurde die Schuld so ein bisschen auf uns geschoben, was ich ziemlich unfair finde. Und wir schauen mal, was zur Hölle. Was zur Hölle? Was ist hier los? Schrottmedizin. Hä, was ist hier los? Hier ist... What the fuck?
Ach du Scha... Holy shit. Was ist denn hier passiert? Ach du Scheiße. And now, the news program that starts your day off right. Good morning, South Park. An attack on the SPPD police station last night has left citizens in shock and disbelief. With prisoners now on the loose and policemen in the hospital, one member of the Chamber of Commerce has had enough and is announcing his bid for mayor. The citizens of South Park deserve to feel safe. Safe from vigilantes who go around farting on people's heads. Together, we can free ourselves from the anal terrorism that has been forced upon us. My name is Mitch Connor, and I endorse this message. Was zur Hölle? Mitch Connor hat irgendwas gemacht. Okay. Was geht ab?